Moin, Johannes hier und wir spielen Tag 4 der Olympischen Kampagne mit Griechenland. Und zwar heute mit den 100 Meter Rücken der Damen im Aquatic Center und der 25 Meter Schnellfeuerpistole, bei der ich noch unbedingt zeigen muss, dass ich das tatsächlich beherrsche. Ist nicht meine stärkste Disziplin, aber es ist eine, bei der ich durchaus eine Medaille holen kann. Und das möchte ich mit dem Finaleinzug erstmal möglich halten. Keine gute Runde. Da muss mehr kommen. Ach, hier nicht viel, 38. Platz 7. Geteilt mit Sandro Obertz. Jetzt Punkte. Jetzt auf Platz 5. Aber 9 Punkte auf Platz 4. Das wird knapp. Das wird schwierig. Well, the pressure was on him. 40 Punkte. Nach 6 Punkten Rückstand für 2 Runden nach Helmut Püchler. Also ist er auf. Das wird nicht mehr. 41,2. 7 Punkte Rückstand, 7,5 auf Püchler. Ich befürchte. Dass ich noch einen dritten Versuch irgendwann brauche, um euch zu zeigen, dass es hier auch für mich ins Finale gehen kann. Stelios Panos mit einem 8,2 Punkten Rückstand nicht im Finale über mit der 25 Meter Schnellfeuerpistole. Kommen wir zum Schwimmen und zum Finale über die 100 Meter Rücken der Damen. Und zwar mit Eva Demetriou, die sich hier qualifiziert hat. Das habe ich jetzt in dieser Folge nicht mit drauf. Die Qualifikation auf Platz 2 bin ich da eingekommen. Jetzt entschuldigen wir uns also ein bisschen im Chaos. Diesmal werden wir diese Kampffolgen hier eben schlecht wiederholen. Weil es diesen Modus gibt, in dem man eben fortschreitet und in dem jeder Tag da neue Disziplinenmöglichkeiten zur Auswahl bringt und man dann eben ja, entweder mitspielt oder es sein lässt und die eine Chance mitspielen. Muss man dann auch nutzen und aufnehmen, das hat in dem Fall nicht ganz so gut geklappt, deswegen fehlt die Qualifikation mit über 100 Meter Rücken. Aber ihr seht ein schönes Finale und ihr seht, dass das bei mir gerade ziemlich rhythmisch und ziemlich gut läuft. Vielleicht können wir den Weltrekord, den Olympischen Rekord oder die Minute angreifen. Ja, 58, 0,95 Sekunden. Als eine von zwei Athletinnen hier unter einer Minute fällt. Die US-Amerikanerin oder die Australierin, jedenfalls die Zweitplatzierte, war auch noch bei 59,99. Ganz knapp unter der Minute. Und ich habe hier mit Eva Demetriou die persönliche Bestleistung verbessert. Auf eben diese 58,95 Sekunden. Starker Auftritt, meiner Meinung nach. Das hat Spaß gemacht, hat gut funktioniert. Hier auch die Wände mit der richtigen Taste, mit B in dem Fall. Das ist ja immer zufällig zwischen B, X und Y. Richtig Ziel gebracht, um die US-Amerikaner Charlotte Hayes war eben diese magische 1-Minute-Schwimmerin bzw. 59,99. Gold für Griechenland. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. This for me is always one of the best bits at an Olympic Games. When finally you see the athletes on the podium and now the moment that they can all enjoy und Neuseeland. Nee, Australien, Entschuldigung. Australien. Wir haben jetzt 6-mal Gold, 1-mal Silber für Griechenland, die USA inzwischen 3-mal Silber, 1-mal Gold, auf Platz 2 in der Nationenwertung und die Tschechische Republik mit Gold und Bronze, 4 Punkten auf Platz 3. Die 25 Meter Schnellfeuerpistole gehen an mir natürlich vorbei, da gewinnen die USA vor Großbritannien und Tschechien, also durchaus Mannschaften, die im Medaillenspiegel dann direkt hinter mir kommen.
weil es jetzt so eine kurze Folge sonst ist, nehmen wir mal noch einen zweiten Tag mit dazu. Das Diskuswerfen der Herren und die 50 Meter Freistil der Herren. Das sind beides relativ schnelle Disziplinen, würde ich mal sagen. Die können wir uns heute noch gönnen. Dann ist es wenigstens eine Bonusfolge, eine, die mit drei Disziplinen einen neuen Rekord aufstellt. Und das Diskuswerfen ist relativ komplex. Mit dem rechten Stick hole ich hier nach links Schwung. Wenn ich da bin, drehe ich einmal um, wende wieder und wende nochmal. Dann geht es in die Drehung und hier mit links im richtigen Moment, im richtigen Winkel. Der Winkel war richtig gut hier. 43 Grad und fast schon an die 70 Meter ran. 67, 64 reichen auf jeden Fall für den Finaleinzug. Jetzt kann ich das nochmal ein bisschen zeigen. Also nach links, dann den Wirkkreis kommt nach rechts, ebenso auf der anderen Seite, optimale Kraft fast. Und jetzt, ungefähr jetzt, in 45 Grad Winkel nach außen werfen. Das war jetzt ein bisschen spät, aber er geht über die 70 Meter, 71, 78. Das ist stark. Alles über 70 Meter ist wirklich gut. Im realen Diskuswerfen sind im Moment so 68 Meter und ein bisschen die Weite, mit der man Olympiasiege, Weltrekord eingestellt. 74,80 Meter, Entschuldigung, dass ich das unterbreche. 74,80 Meter, das ist mein eigener Weltrekord hier in diesem Spiel. Wow, Wahnsinnswurf. Der hat sich gar nicht so extrem außergewöhnlich angefühlt, aber er ist ein unfassbares Ding. Ich glaube, das ist auch der absolute, das absolute Limit, was machbar ist. Man kann das in den Weltbestenlisten immer sehen, was theoretisch das Maximum der Disziplin ist. Es kann auch sein, dass es 75 Meter sind. Also es ist jedenfalls deutlich, was maximal geht. Und da sind die 74,80 Meter nah dran. Ähnlich wie im Diskuswerfen bin ich hier durchaus sehr, sehr konkurrenzfähig. Und habe eben da den Weltrekord auch verbessert. Der originale Weltrekord im realen Diskuswerfen sind 74,08 Meter von mir geschult. Davon sind die heutigen Sportler weit entfernt. Aus Gründen, wie sich, denke ich, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt und der vielleicht auch kürzlich gelesen hat, dass die russischen Leichtathleten in Rio nicht starten werden. Der diese Geschichte kennt, auch dann sich zusammenreimen kann. Es geht einfach darum, dass man damals ein bisschen nachgeholfen hat und heute mit 68 Metern ein bisschen durchaus Olympiasieger werden könnte. Außer man trifft auf diesen griechischen Modell- und Wunderathleten hier, der mal eben den Weltrekord einstellt. 74,80 Meter. Hier nochmal dieser Wurf. Der Kampfrichter mit verschränkten Armen hinterm Rücken nimmt das ebenso mit, aber es sind 27 Meter Vorsprung und 16 Zentimeter auf den zweiten Nino Betze. Wow! Das wäre ein passabler Auftritt auch fürs Finale. Ich hoffe, dass ich das wiederholen kann. Man wirft ja immer ungern im Vorkampf den Weltrekord. Der gehört eigentlich schon ins olympische Finale, in so eine Flutlicht- und Abendstimmung, dann, wenn das Stadion voll ist und die Menschen jubeln. Jetzt an so einem Vormittag, da wird das auch bei Olympia in Rio nicht immer ausverkauft sein. In den Leichtathletikdisziplinen vielleicht noch relativ gut besucht, aber in anderen Disziplinen muss man im Vorkampf natürlich mit nicht viel Zuspruch rechnen. Deswegen versuche ich das gleich nochmal zu wiederholen. So. 23 Hundertstel Vorsprung an der 25-Meter-Marke, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hätte hier Weltrekord schwimmen können, so wird es nur Platz 2. Reicht aber, um sich hinter Belgien vor Brasilien zu qualifizieren fürs Finale. Und Giorgos Savidis hat noch was im Köcher, da kann was gehen im Finale. Aber jetzt erstmal 14 Uhr das Sperrwerfen. 2 Stunden später dann die 50 Meter Freistil der Herren. Das Spiel lädt noch, insgesamt sind die Ladezeiten aber sehr vernünftig, das bewegt sich in einem Rahmen, der durchaus okay ist. Dafür, dass jetzt auch hier keine Top-Hardware drunter steckt, ist ganz hübsch hier animiert, der Ladebildschirm. Voll im Stil auch der Olympischen Spiele 2012. Das ist wirklich ganz, ganz nett gemacht. Zieht sich auch schön durch. Ich mag den Stil nicht so richtig. Die Schriftart ist jetzt ein bisschen sehr speziell für meinen Geschmack, aber da kann man dann als Spielentwickler ja auch nichts dran machen. So, schauen wir mal. Zeit für Weltrekorde. These athletes are all ready to go on the first step of their Olympic dream. Der wird schon reichen für Gold. Das wird der Olympiasieg sein.
68 Meter. Bisschen zu früh hier die Kraft gesperrt. Aber der Winkel passt. Und eine ähnliche Weite wieder 66 Meter, 76. Es ist also noch Potenzial drin, da stecken mindestens noch 6,5, 7 Meter. Die Kraft ist sehr, sehr gut, gefällt mir. Ah, oh, zu spät, knapp zu spät, knapp zu spät, knapp zu spät. Ah, oh, das war ein schöner Versuch, der da jetzt die Wuppe runter ist. Zu früh, den letzten zu früh abgefeuert. Und den hier zwar im perfekten Winkel, aber relativ bald gezogen. Reicht trotzdem wieder für 67 Meter. Round number 5. Gute Kraft. Guter Winkel, gute Position und die Animation. Müssten dann noch 70 Meter sein, mindestens. Sind es auch 73 fast. 72, 61. Das reicht definitiv für Gold. Aber hier haben wir doch ein anderes Ziel. Wir wollten doch den Weltrekord aus dem Vorkampf verbessern. Tolle Kraft. Ich gucke übrigens immer auf die gelbe Markierung auf dem Boden, um den richtigen Zeitpunkt zum Abwurf zu definieren. Das ist es wieder. Das sind wieder 74, 80. Ich glaube, das ist doch das theoretische Maximum. Das ist der Weltrekord auch im Finale. Das ist natürlich eine völlig verdiente Goldmedaille. Man sieht im Hintergrund die Kollegen, die keine Chance hier haben gegen Thanasis Kenos. Kenos aus Griechenland. Schaut euch das an. Perfekt in den Abendhimmel von London, von Rio gelegt. Und dann steht er da wieder, der Kampfrichter, und raucht oder was auch immer er da tut. 74,80 Meter, auch hier 14 Meter Annäherung Vorsprung auf den zweitplatzierten Michele De Luca aus Italien und Hiroshiro Hayashi aus Japan gewinnt Bronze. Nino Betze geht 75,86 Meter leer aus. Und weil es ein Weltrekord ist, da spielen wir auch mal die Hände. A nation united as one as they stand for the national anthems to celebrate years and years of hard work and dedication. And this is the moment the athlete has always dreamed of. Komm, keine Hymne. Na gut. Dann nehmen wir die Goldmedaille so mit und schauen, dass wir über 50 Meter Freistil jetzt auch nochmal eine konzentrierte Leistung hinlegen. Eine Bahn. Einmal vom Start auf die andere Seite des Beckens. Die kürzeste und die prestigeträchtigste Distanz. Das ist ein bisschen ähnlich dem 100-Meter-Lauf auf der Olympiastern der Leichtathletik. Es geht einfach darum, wer ist der schnellste Schwimmer der Welt. Greece out in front. USA second place. Third, Spain. Touches now. Ja, Weltrekord. Nein, Quatsch. Sieg. Weltrekord ist ein Stück vor mir gewesen, aber ich habe gewonnen. Gold für Georgios Savvidis. Ich bin schon auch ganz im Weltrekord-Fieber hier gerade vom Diskus werfen. Schönes Rennen, zwischendurch nochmal die Führung kurz verloren, hier so ungefähr bei 30 Metern, aber dann hinten raus doch deutlicher Vorsprung, guter Anschlag. Und Lucas Pereira aus Brasilien und Lance Brockmeyer aus den USA müssen sich geschlagen geben. 20,97 Sekunden. Gold. Endlich mal wieder ein goldener Tag, das ist, wäre jetzt die Playlist, die er verfolgt hat, und das Let's Play am Anfang ganz gut gelaufen, inzwischen ist das seltener geworden, weil einfach Disziplinen kommen, die mir nicht ganz so gut liegen, wie Schnellfeuerpistole zum Beispiel, aber das Diskuswerfen und die 50 Meter Freistil der Herren, die tun das, die liegen mir, und damit gibt es heute die volle Ausbeute, zumindest für diesen fünften Medaillentag, für diesen fünften Olympiatag. Tag 4 hängt ja auch noch mit in dieser Folge, über den reden wir mal besser nicht so intensiv. Ja, wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Abo und wenn ihr die anderen Folgen der Serie auch schaut, auch über Hinweise, wie ihr euch das Let's Play wünschen würdet, bin ich immer dankbar. Packt ihr einfach in die Kommentare oder in eine private Nachricht, wie auch immer ihr wollt. Und dann schauen wir mal, was an Tag 6.